Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit dem Lego Ninjago Sammelkartenspiel Serie 5. Nach den Tins jetzt noch die Duellbox. Zwei Decks mit jeweils 30 Karten plus zwei exklusive limitierte Karten. Mir geht es eigentlich auch nur um die beiden limitierten Karten hier, nämlich Lloyd gegen Garmadon. Das nehme ich hier einmal Action Lloyd, Karte Nummer LE19 und Garmadon, Karte Nummer LE9. Sofort spielbar. Einsteiger-Set für zwei Spiele, sieht man auch nochmal. Deck 1, Lloyds mächtige Crew, 20 Heldenkarten, 5 Aktionskarten, eine Fallenkarte, 4 Fahrzeugkarten und einmal Action Lloyd Limited Edition Karte. Deck 2 ist Garmadons fiese Schurken, 20 Schurkenkarten, 5 Aktionskarten, eine Fallenkarte, 4 Fahrzeugkarten und eine Garmadon Limited Edition Karte. Plus XXL Karte, verbotenes Spinjitzu Lloyd. Sehr cool. Dann zwei Spielpläne für deine Duelle, Regeln zum Erlernen des Spiels und 4 Booster mit jeweils 5 Karten. Also, ein richtig cooles Set. Preislich, ich weiß gar nicht mehr, wo das preislich liegt. Ich guck mal, wenn ich dran denke, blende ich es euch mal irgendwo hier ein, wo das Ganze preislich liegt. Naja, schauen wir mal. Okay, ich sehe schon, oben sind Klebestreifen. Dann nehmen wir doch mal das kleine Messer hier zur Hand und durchtrennen die Klebestreifen. Denn wir wollen ja wissen, was so drin ist. Unter anderem auch in den Boostern. So, dann haben wir es trotzdem eingerissen jetzt hier, aber es macht nichts. Die Pappschachtel kommt eh in den Müll. So, Pappschachtel ist leer. Schon auf dem Boden. Dann haben wir hier oben. Ach, die sind auch festgeklebt mit Tesa, um Himmels Willen. So haben wir die beiden Packs mit den limitierten Karten. Gucken wir uns dann gleich an. Dann, da guckt schon die XXL-Karte durch. Dann machen wir das so. Perfekt. Da haben wir dann hier die XXL1 verbotenes Spinjitzu Lloyd. Sehr cool. Dann ein Regelbuch hier in etwas größer. Das ist immer richtig nice. Und der Spielplan. Genau. Und dann haben wir hier noch die Booster. 4 Stück an der Zahl. Die unteren sind ja nicht von dem Klebestreifen festgehalten. Das heißt, die kann ich schon mal rausziehen. So, und dann kann ich das ein bisschen nach unten drücken und kann dann auch den Klebestreifen lösen. Dann kann ich das Booster rausmachen. Dann können wir den Klebestreifen ablösen und hier cool designt mit dem Lego Ninjago und dem Blitz dahinter. Aber auch einfach nur Müll, um es genau zu sagen. So, dann haben wir hier die 4 Booster. Das ist das Papierwerk, das legen wir mal auf die Seite. So, gucken wir uns erstmal die große XXL-Karte an. Verbotenes Spinjitzu Lloyd, XXL1. 65, 70, 96 und 72 die Werte. Eine richtig coole Karte, gefällt mir gut. Dann machen wir erstmal die beiden Blöcke hier auf mit den Limits. Sagen, gefällt mir besser als so Tins, weil die Ecken hier nicht irgendwie angestoßen sind. Weder bei der XL-Karte noch sonst was hier. Da hätten wir Action Lloyd Limited Edition, die LE19, mit den Werten 85, 63, 101 und 102. Legen wir da oben dazu. Dann haben wir Karten. Sind die schon sortiert? Das ist ja cool. Tatsächlich. Oh, bringe ich durcheinander, die sind schon sortiert. Gehe einfach nur so durch. Wüsten Cole, Wüsten Mia, Wüsten Jay, Clutch Powers, Zeitungsmädchen Antonia, Cecil Putnam, Percy Shippleton, Akita, Scott, Okino, dann Aktion Schnappt sie euch, Aktion Moral predigt, eine Falle, Spinnennetzfalle, ein Fahrzeug, Lloyds Dschungelräuber, noch ein Fahrzeug, Goldener Mech, und dann, jetzt ist auch nochmal, aber das ist wieder von vorne, das macht ja nichts, egal. Dann haben wir Wüsten Lloyd, Wüsten Kai, Wüsten Zane, Entspannter Meister Wu, das Zeitungsjunge Lil Nelson, Megafon-Polizeichef, Daryl Smith, Vinny, Grimfax, Bob der Praktikant, das ist auch so Hörner aufhat mit dem Controller, oh, witzig, Aktion Verbotenes Spinjitzu, Aktion Seite an Seite, Aktion Sprung, Fahrzeug Lloyds Titanmech und schließlich noch ein Fahrzeug Kais Mech-Jet im Jet-Modus. Okay, das also die Karten hier. Dann kommen wir zum Garmadon-Pack. Erstmal die limitierte
vierte Karte von Garmadon oben drin. Wenn ich es dann mal aufkriege, hier. So. Da hätten wir Garmadon Limited Edition LE 9. Werte 97, 91, 51 und 101. Kommt auch hier oben dazu. Und dann hätten wir hier Asphira, Pyro Peitschenkrieger, Pyro Viper, General Vex, Eissamurai, Tsushimi, Hausner, Prime Empire Ultra Violet, Legacy General Kozu, Legacy Overlord, Aktion Duell der Titanen, Aktion Endgegner und Aktion Erfolg, Fahrzeug Cold Speeder und Fahrzeug Verbotene Eisdrache. Dann hätten wir Char, Pyrokrieger, Eiskaiser, Blizzard Bogenschütze, Unagami, Richie, Prime Empire Harumis Avatar, Der Mechaniker, Legacy Garmadon, Legacy Nindruid, dann Aktion Skate Profi, Ermittler, dann eine Falle, Lava Ausbruch, ein Fahrzeug Feuerschlange und schließlich noch ein Fahrzeug Spinjitzu Slam Eis Samurai. Das die beiden vorgefertigten Decks, die man gerne antreten kann schon mal. Dann haben wir hier noch 4 Booster Packs und die machen wir auch noch auf. Dann haben wir komplett diese Duellbox geplündert. So. Spielanleitung. Dann hätten wir die beiden. So. Dann hätten wir Unagami, Fisa Char, Aktion Quatschkopf, eine Puzzlekarte und Nimmerwelt Code. Dann haben wir hier Akita, hinterhältiger Overlord, eine Puzzlekarte, noch eine Puzzlekarte und schließlich Mega Digi Code. Dann Eiskaiser, geschickter Meister Wu, Fahrzeug Quad, Fallenkarte Amulett und Harumis mächtiger Avatar. Und dann jetzt der Booster Pack. Mörp. Da hätten wir gefährlicher Eissamurai Okino, eine Aktion verbotenes Spinjitzu, ein Fahrzeug Coles Offroad Bike und Nimmerwelt Kai. Keine einzige Ultra-Duell-Karte, schade. Naja, okay. Also, das die Ausbeute aus der Duellbox. 2 vorgefertigte Decks. Ob da immer dieselben Karten drin sind? Ich meine, es ist ja schon darauf geachtet, dass nichts doppelt vorkommt. Wir haben Cole, Nia und Jay als der ersten Dings. Dann haben wir noch Lloyd, Kai und Zane. Und noch Meister Wu. Also wir haben alle Ninjas jetzt quasi dadurch bekommen. Naja. Also 2 vorgefertigte Decks. Gute und Böse. Helden und Schurken. Dann der Inhalt aus 4 Boostern. Eine kleine Mini-Anleitung. Dann hier große Spielanleitung und Spielplan. Und natürlich auch die beiden limitierten Karten hier, Action Lloyd und Garmadon, sowie die XXL-Karte, verbotenes Spinjitzu Lloyd. Sehr, sehr cool. Ja, das ist der Inhalt der Duellbox. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch die Duellbox gefallen hat. Würdet ihr euch wünschen, dass das beibehalten wird für die nächste mögliche Serie 6 oder auch für andere Lego Trading Card Games? Ich find's cool. Gerade die XXL-Karte hat halt keine angestoßene Ecke, so wie aus der Maxi-Tinte oder Megatinder. Deswegen, das ist schon ein bisschen besser gelöst hier. Kommt alles ein bisschen heiler an als in so einer Tindose, muss ich sagen. Aber gut. Das ist nur meine Meinung dazu. So, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich über den Kanal unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt dabei auch dran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Alternativ dazu könnt ihr auch in den Telegram-Channel kommen. Da wird auch immer Bescheid gegeben, wenn was Neues online geht. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Natürlich komplett kostenlos alles. Ihr könnt dann auch in den Telegram-Chat abspringen, um mit mir und anderen hier über Lego Ninjago, die Trading Card Games, was auch immer, zu quatschen. Ebenfalls in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Hauptkanal, Lenglizien13.
mit Unboxings von Collector Editions, von Lootboxen, Trading Card Games und so weiter. Schaut da gerne vorbei. Noch da gilt, wenn euch Videos gefallen, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kanalabo wäre auch ganz cool. Und dabei aber auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn so kommt ihr Bescheid, wenn was online geht. Oder da die Alternative, der Discord-Channel oder Discord-Server, besser gesagt. Da wird auch immer informiert, wenn neue Videos online gehen und ihr könnt da auch mit mir und anderen über die Themen aus den Videos quatschen. Auch das komplett kostenlos, Link ebenfalls in der Videobeschreibung. Schaut mal gerne vorbei, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.